Und gab es in der Gegend, wo Sie sich niederließen, viele deutsche oder deutschstämmige Familien? Das viele ist Definition. Ich würde sagen, wir waren viele oder einige, prozentuell kann ich schlecht sagen. Viele nutzten diese Länder auch tatsächlich als Sprungbrett mit der Idee, später auszureisen, wenn es denn die Gelegenheit gibt. Wir wohnten in zwei Straßen, wo gezählt Gravers-Ela 7, ich weiß bis heute, in Kipari, so hieß das Dorf, wo circa 14 oder knapp 20 Häuser deutschstämmiger waren. Dazwischen Paletten. Und das war eine total gute Gemeinschaft. Eingeschworene Gemeinschaft würde ich nicht sagen, aber eine Gemeinschaft der Deutschen, die wussten, wir müssen zusammenhalten. Man half sich beim Rübenhaken, beim der Ernte der Kartoffeln und so weiter. Und wenn der eine mal zu wenig Geräte hatte, holte man beim anderen oder half dem anderen. Man war sehr zusammengewachsen. Und ich muss lachen, wenn ich heute überlege, heute sind sie in ganz Deutschland verstreut, von Norden bis nach Stuttgart. Aber wenn man kurz anruft und sagt, mein Bruder ist verstorben, da sind sie plötzlich da und die scheuen sich nicht, 600 Kilometer zu fahren. Bis heute. Das kann man gar nicht mehr erleben. Das ist ein Zusammenhalt. Und das waren, in diesen wenigen Familien waren das mindestens vier Dominationen: Katholiken, Mennoniten, Methodisten, Baptisten, Lutheraner. Das spielte in dem Moment keine Rolle. Das ist das Erstaunliche. Manchmal wünsche ich mir diesen Zusammenhalt zurück.